Jetzt geht es um die Hosengrundform, die wir als erstes erstellen werden. Dafür benötigen wir eine neue Ebene. Das Hilfslinienraster, diese Ebene wird auch gesperrt, sodass wir ganz ungestört zeichnen können. Mit dem Zoom-Werkzeug etwas näher ran. So, wir kontrollieren nochmal die Ebene, auf der wir zeichnen. Die Farbe wählen wir schwarz. Die Kontur mit einem Punkt. Und gehen auf unser Zeichenstift-Werkzeug mit dem Shortcut P. Ich ziehe mal dieses Werkzeug raus. So. Als allererstes erstellen wir eine Grundform. Erst auf der rechten Seite und spiegeln uns diese für die linke, da ja beide Hosenbeine identisch sind. Wenn wir am Ende angelangt sind, erscheint ein runder Kreis und das bedeutet, dass die Form geschlossen wird. Wir brauchen auch eine geschlossene Form, da wir am Ende die Fläche oder die Hose natürlich auch kolorieren möchten. Im Moment, da es sich um eine technische Zeichnung handelt, brauchen wir die Fläche nicht zu füllen. Das heißt, wir können hier direkt auf Fläche und ohne. So haben wir jetzt nur die Kontur, die farbig hinterlegt ist. Wenn Sie mit dem Auswahlwerkzeug hier draufklicken, können Sie nicht die Ankerpunkte bearbeiten oder verändern. Dafür brauchen Sie das Direktauswahlwerkzeug oder auch mit dem Shortcut A. Wenn Sie nämlich hier drauf gehen, ich mache das mal ein wenig größer, sehen Sie hier Griffe oder auch Ankerpunkte genannt. Damit lässt sich die Kontur und die Form verändern. Hier handelt es sich um den Bund und hier ist die Linie gerade. Das heißt, diese Ankerpunkte müssen wir löschen und das tun wir mit dem Ankerpunkt Kommentieren Werkzeug, indem wir einfach da draufklicken. Und er löscht uns gleich den Griff und dadurch ist die Linie gerade. Und wir können auch hier die Linie. Und auch hier benötigen wir, da das Hosenbein nach innen geht, einen Ankerpunkt. Jedoch ist hier keiner. Also gehen wir auch wieder auf dieses Werkzeug, Ankerpunkt konvertieren. Klicken auf unseren Ankerpunkt und wir haben direkt zwei Griffe. Und damit können Sie sehr schön Formen entwickeln. Hier ist die vordere Mitte. Die vordere Mitte ist gerade, das heißt, wir brauchen hier einen Ankerpunkt nicht. Also gehen wir jetzt wieder auf Ankerpunkt konvertieren oder Umschalt C. Machen das Ganze ein wenig kleiner mit dem Zoom-Werkzeug und wenn Sie Alt gedrückt halten, verkleinert sich das Bild. So, jetzt haben wir ja unsere Skizze auf der Seite und die möchte ich gerne auf die andere verschieben, sodass sich besser die Anmutung auf die technische Zeichnung übertragen kann. Wir haben die Ebenen ja wunderbar beschriftet, das heißt, digitale Skizze wird entsperrt, das heißt, sie ist wieder greifbar und ich ziehe sie mir auf die linke Seite und sperre sie wieder. Weiter geht es hier mit den Ankerpunkten. Das Hosenbein soll ganz gerade sein, da unten noch ein Umschlag dran gesetzt wird. So. Auch hier sind Ankerpunkte zu sehen. Unten brauchen wir keinen, weil der Bund gerade ist. Also wieder mit Umschalt C den Ankerpunkt konvertieren bzw. löschen. So. Wenn die Hose soweit fertig ist, wird diese Grundform
also die rechte Grundform. Wenn Sie drauf gucken, ist die linke, aber wenn Sie die Hose anhaben, ist es die rechte Seite. Ups. Gehen wir jetzt mit der rechten Maustaste auf Transformieren und Spiegeln. Wähle immer Vorschau, damit ich sehe, wie es gespiegelt wird. Horizontal, vertikal. Wir brauchen diesmal vertikal und gehen auf Kopieren, weil wir die Grundform zusätzlich benötigen. So. Jetzt haben wir einmal die Grundform und können diese dann auch wieder angleichen. Mit STRG S beenden wir diese Lerneinheit.